Ich hab dir den Vortritt gelassen. Ja. Knackepöter in dieser Leggings, ne? Was hast du? Knackepöter in dieser Leggings, das ist der Wahnsinn. Ist krass, ne? Mhm. Sehr definiert. Ja. Die Bäckchen. Ja, so sehe ich auch aus, wenn ich morgen meine Sportleggings anziehe. Ja. Respekt. Sie ist noch nicht weiß. Sie ist noch nicht. Oh Gott. Ich sehe so aus, wenn ich ein T-Shirt anziehe. Schön. Sie ist nur weiß mit so rosa-grauen Mustern drauf. Fertig. Dann machen wir das Ding gleich mal einmal aus und gehen mal ins Haus und reißen das nieder. Was hältst du davon? Ja. Warte, ich will nur diesen Baumstamm hier nehmen und den da hinlegen. Mhm. Ich fange ja schon mal an. Wir müssen am Dach anfangen. Oder so soll ich vorlaufen ich den da. Weg? Ich bin... Da habe ich mir gleich an meinen Chips verschluckt. Mensch. Mir ist vorhin aufgefallen. Mhm. Ich weiß jetzt, glaube ich, auch, warum ich keine Pringles sonst kaufe. Weil die nicht schmecken? Die nimmt man, die doch eigentlich schon. Aber die nimmt man ja so in eins in den Mund, weil das geht ja so gut. Die passen ja so perfekt auf die Zunge. Ja, das stimmt. Aber das stört dann an den Mundwinkeln voll ein. Also dann ist das so. Ich bin kein Fan von Pringles. Ich kaufe meistens auch keine Pringles. Nein! Na, wo bist du denn hin? Ich bin nun gefallen. Nun gefallen. Jetzt habe ich echt Chips im Rachen, ne? Reiße zuerst das markierte Objekt ab. Ja, erst das Dach, dann dürfen wir erst den Rest. Und die Truhe. Stimmt. Wo ist sie? Hast du schon? Was wolltest du sagen? Nichts. Okay. Das ist eklig. Was findest du denn eklig, Ute? Erkläre dich. Ich mach das von hier oben, hier ist sicherer. Nicht, wenn ich dir die Treppe unterm Arsch wegreiß. ich merke das schon. Oh, zu zweit ist es aber auch schon wieder so entspannt. Na, was hängt hier an der Wand? Ach, Tapete. Ist aber auch eine hässliche Tapete. Ja, ne? Ja. Eine schöne Uroma-Tapete. Reiß zuerst die markierten Objekte ab. Alter. Ich glaube, ich habe heute Nacht noch was von diesen Chipskrümeln in meinem Rachen. Viel Wasser trinken, damit sie aufweichen. Schön. Das ist aber so geil, wie der ausholt, ne? Ja. Wenn das so schnell gehen würde, ne? Oh ja, würde ich öfters Häuser abreißen. Du hast doch gerade irgendwas bei dir zu Hause zugespachtelt, oder? Also, ja, auch. Da stand ja mal eine Garage, oder da war ein Garagentor in der Wand verankert. Und da haben wir jetzt aber auch ein Carport auch noch hingebaut. Die letzten Wochenenden. Ja. Ein altes Fundament wieder ein bisschen nachgegossen, damit es schöner aussieht. Und gepflastert jetzt am Wochenende. Ordentlich vorangekommen jetzt. Cool. Aber das hat mich wahrscheinlich jetzt auch kaputt gerissen. Wahrscheinlich. Mit meiner Lunge. Ist ja so viel Staub und so von der Baustelle. Ich hätte früher aufhören sollen. Aber das ist immer so. Kennst ja von dir, ne? Ja, die haben auch alle immer gesagt, Andi, lass, wir machen das schon. Aber es ist ja trotzdem so ein, wie soll man sagen, man hat ein schlechtes Gewissen, weißt du, alle sind am Buckeln und du stehst daneben und säufst am besten noch Bier und machst blöde Sprüche. Schön. Ich meine, das kann ich am besten, aber... Ja, das ist richtig. Darum geht's ja nicht. Also bestimmt.
Zack. Oben alles weg. Tschüss. Scheint so. Was ist hier jetzt noch dran? Lass mich verarschen. Zwischendurch, je nachdem, wie ich die Kamera halte, um auch an die Sachen zu kommen, die oben sind. Hallo, Gizmo. Wird es hier voll dunkel bei mir im Spiel. Ich möchte das Radio aber ungern kaputt machen. Können wir das nicht mitnehmen? Nee, ich glaube nicht. Das gehört leider dazu. Da musst du wieder nachher, wenn wir ein Häuschen haben, den Fernseher anmachen. Da hatten wir doch auch Musik, glaube ich. Ja, das stimmt. Ich sammle hier draußen schon mal ein bisschen Müll. Mach das. Biedeln die hier aber los. Wie nichts Gutes. Sag mal. Ich weiß manchmal nicht, warum man Lampen nicht zerstören kann. Weil man gerade im falschen Winkel vor dieser blöden Lampe steht. Knackt, ne? Ja. Alter. Hallo Bronco. Ute, du magst meine Sportleggings nicht? Die sind mega heiß. Was ist bei dir denn jetzt los? Eben. Heißt so. Dadurch bist du die Hotness in Person. Ja. Da kommt niemand gegen an. Ja, ich nicht, wenn ich meine Bierwanne zeige. Na, ist Fußball schon vorbei? Oder ist gerade Halbzeit? Da brauchst du mich nicht fragen. Nee. Ich meine auch gerade den Herrn, der in den Chat geschrieben hat. Mach die Lampe da weg! Alter, das gibt's auch nicht. Sieg, das ist gut. Wer hat nochmal gespielt? Ich habe vorhin nicht aufgepasst. Braunschweig ja wohl nicht. Machst du dir gerade Freunde? Ja. Braunschweig hat gespielt und gesiegt? Nein. Das ist ja kaum vorstellbar. Was? Ja, gab's, dann gab's viele rote Karten bei der Gegnermannschaft wahrscheinlich. Bei 0. Krass. Nicht schlecht. Aber das hättest du, glaube ich, selbst nicht gedacht, ne? Oh, wir haben es, glaube ich, gleich, oder? Hm? Haben wir es gleich? Ich glaube. Das hört ja gar nicht mehr auf hier, ey. Das ist... Hast du denn das Radio kaputt gemacht? Das ist plötzlich so leise. Ja. Gizmo, was möchtest du von mir? Was strommelst du hier um meine Beinchen drumherum? Warte schon fressen. Miau. Nicht genug, Frauchen. Verdient. Sehr schön. Glückwunsch. Wir haben denn doch mal so das Tutorial durch nach einer Stunde. Schon eine Stunde? Krass. Ja. So, und jetzt ist halt die Frage, ob wir gleich das fetteste Haus nehmen. Dauert halt nur ein bisschen länger, bis wir den Zement voll haben. Was haben wir denn so für Häuser? Warum renne ich so hässlich langsam? Also, wo ist es denn jetzt hin? Ich guck mal zu den Hühnern. Ja. Wir müssen, also wie du gerade gesehen hast, das Haus abreißen. Also wir haben diese Ranch geerbt. Was ich, wenn man nicht von Anfang an dabei ist, weil man Fußball gucken muss. Ja. Wir haben diese Ranch geerbt und müssen die jetzt quasi auf Vordermann bringen und bauen uns jetzt hier unsere eigene Ranch auf. Wir haben hier eben schon einen Hühnerstall gebaut. Hier. Mit Schlafplätzchen und Futter und Wassertrog. Das ist unser sexy Auto. Unser Vehikel. Kreissäge.
teuren Hühnerstall. Garage. Hier schlafen wir noch. Da. In diesem Zelt. Und noch sind hier drin unsere Hühnchen. Mhm. Welches Haus möchtest du denn? Warte, das ist Henriette und das ist Isolde. So, jetzt gucke ich nach dem Haus. Die haben immer noch nicht aufgefuttert. Die Hühner. Nö. Ach so, ich hab Rücken. Retro-Farmhaus. Das ist, glaube ich, so ähnlich wie das, was wir gerade hatten. Oder? Mhm. Ja, ein bisschen anders. Aber das... Das Fertigbauhaus 2 ist ungefähr so wie unser letztes Starterhaus, ne? Ja. Danach kommt dann das... 2, 4, 6 und Retro. Wo sind 1, 5 und 3? Waren vorher, glaube ich, auch nicht da. Keine Ahnung. Okay. Drei Zimmer. Welches gefällt dir am besten? Das Retro oder das... Oder das Nummer 4? Also das Nummer 4 hatte ich schon. Mhm. Ist jetzt vom... Ja, ist nicht doll in, ne? Ich glaube, die sind alle nicht doll in. Mhm. Wir können auch gleich das Retro-Farmhaus nehmen. Ja, aber du musst halt bedenken, als Beispiel jetzt, Farmhaus 4 braucht 155 Zement und das Retro-Farmhaus auf 365. Alter, 365, ja, okay. Genau. Das dann kostet uns erstmal das... ist einfach nur mehr Geld. Ich meine, wir können auch weiterhin im Zelt schlafen, ist ja egal. Aber dann stellen wir uns das große Haus hin und machen es nach und nach fertig. Findest du fertig bei Haus 6 auch nicht so geil wie ich? Nee. Okay. Ich hätte voll Bock auf das Retro-Farmhaus, weil ich es halt noch nicht gebaut hatte. Mhm. Aber es ist eine Menge Arbeit. Das stimmt. Katerchen, was ist mit dir? So. So. Achso, und die Hühner kommen nicht in den Hühnerstall, weil die da was fressen liegen haben und wir können es nicht aufnehmen und woanders hinpacken. Dinge zerstören kann sie. Genau. ich baue mein schon mal weg hier. Hier muss das Haus ja irgendwo hin. Such du dir ein Haus aus und stell es hin. Ich suche mir ein Haus aus und stell es hin. Das geht ja leicht. Was ist denn mit dir? Du hast schon fressen. Du brauchst gar nicht so gucken. Guck dir deinen dicken Bauch an. Du hast mit Sicherheit genug. Oh Gott, Hilfe. Hilfe. In die Richtung so ein bisschen. Alter. So, ich hab's jetzt hingestellt, weil es mir gerade war kompliziert. So ganz schön, oder? Was sagst du? Ja, wir können es hinstellen, wie wir wollen. Auch schräg. Ja, ich dachte, das ist so ein bisschen... Dann ist es so ein bisschen idyllisch. Mhm. Welches ist das jetzt? Das ist das... Das Sechser. Mhm. Ja, ja. Miau! Was möchtest du? Gut. Pennen? Können wir überhaupt schon pennen? Ja. Weiß ich nicht. Du mit deiner groben Leuchte, du. Warte, ich mach mit. Da ist das Zelt. Gut. So, ich penne. Ach, du dicker kleiner Kater. Was hast du denn da auf der Schulter? Kabel. Kabellagen. Das ist jetzt auch geil. Jetzt zeigt er mir das nicht an. Jetzt zeigt es das auch nicht an. Hä? Ach so, du musst einfach rangehen, bis das Zelt leuchtet und dann E drücken. Gedrückt halten. Ja. Das sind meine Chipskissen. Er zeigt mir aber nichts an. Was ist dies vor Bug? Ach so, ich soll doch vielleicht normal reingehen. Ich hatte noch meinen Abrisshammer in der Hand. Kein Bug. War einfach nur blöde. So, dann geht, glaube ich, jetzt wieder der normale Alltagswahnsinn los. Jagen gehen. Wundervoll. So, und Kacke entfernen. So. Also, die lieblichen Kommentare. Die kriegen noch ein paar Prügel. Wundert euch nicht, dass mein Freund, der darf das schreiben. Sonst darf das keiner. Was machst du da drin? Welche Kommentare von
Guck dir deinen Bauch an. Du isst doch auch weiter, ja. Ah. Oh, mein Ohr juckt. Oh, Mensch, ein Ei. Zwei sogar. Und ganz schön viele Kackehaufen. Ja. Wie können zwei Hühner so viel scheißen? Gizmo, hör auf, die Federn hier zu fressen. Er ist halt einfach ein bisschen doof gerade. Gut. Wollen wir jagen? Ja. Cool. Mach mal zu. Mhm. Auto. Gizmo ist einfach gerade ein bisschen bluner, glaube ich. Ich habe hier ein paar Federn. Die ersten Federn, die mein Huhn verloren hat, stecken hier in so einem kleinen Becherchen. Der schnüppert daran und geilt sich, glaube ich, ein bisschen daran auf gerade. Okay. So, wo war denn das nochmal? Auto setzen. Am Baumarkt vorbei, genau. Alter. Ich bin blauen Fleck. Wo war denn der Baumarkt? Da. Man sollte soll die Hühner ja auch essen. Ja, tatsächlich weiß ich das gar nicht genau, wie das hier geht. Man kann die auch an Burgerland verkaufen, ja. Ja, genau. Komplett. Wir können sie aber auch durch einen Fleischwolf jagen. Und, glaube ich, Patties draus machen, so nach dem Motto. Irgendwie sowas können wir. Ah. Was ist mit diesem Kater los? Auch Aufmerksamkeit. Er sitzt hier neben mir und starrt zwischen meinen Bildschirmen Richtung Kühlschrank. Und sitzt da. Einfach so. Hm? Oh, oh ja, da möchte ich gekrault werden. Genau da. So, das Gelände mit den Bären ist jetzt ein bisschen schwerer geworden, teilweise. Ich habe nicht aufgepasst, wo du lang gefahren bist, aber du kennst ja meinen Orientierungssinn, ne? Ja, meiner ist ja auch wie eine Bockwurst. So, ich probier's mal. Da sind zwar zwei. Oh toll, ich habe nicht mal nachgeladen. So, welchen willst du? Hinter uns ist auch noch einer, da müssen wir aufpassen. Hinter uns? So, so ein bisschen. Achtung, ich renne hier lang, nicht, dass du mich erschießt. Nein, nein. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ich ziele. Das ist jetzt sehr doof. Ah, schieß doch mal! Weil ich diesen mittleren Cursor nicht sehe. Ich hol mir noch mal den da ganz hinten. Ja, mach das. Ich lade mal nach. Ja, das ist euer Humor, ne? Schön Chicken Burger. Ist richtig. Da habe ich auch sofort dran gedacht. Mega ja, geil. Aus den Hühnern. Ja, aber nicht aus den eigenen Hühnern. Du willst warum nicht wissen, was die immer mit meinen Hühnern planen. Ja gut, wenn man das nicht möchte. Aber warum nicht? Meine Schwiegereltern machen das auch. Ich habe Zwerghühner, da ist nicht viel dran. Die sind Selbstversorger komplett. Da hinten ist noch einer. Den hole ich mir auch noch mal eben. Ja, ich hole mal die Kühlbox. Jo, wird eh nicht alles reinpassen. Nee. So, der ist hin. Dann beschütze ich dich mal. Dankeschön. Ja, die Viecher kommen ja auch immer gerne mal von hinten. Die kommen auch gerne mal von hinten. Ja, auch Bären haben Sexualtrieb. Oh, apropos, muss ich gerade wieder an dieses eklige... Wo war das bei TikTok? Der Bär da hinten ist gerade umgekippt. Oh, sieht aus, als hätte er sich schlafen gelegt. Ja, und wir zerstückeln ihn jetzt. Voll, super. Nimm das auf. Jetzt muss ich mir echt nochmal hier genauer anschauen, wieso, woran das liegt. So, ich habe alles. Gut. Einen haben wir gleich noch. Ich glaube, dann müssen wir eh erstmal Geld machen und noch eine zweite und eine dritte Kühlbox oder so holen, ne? Ja. Ich finde das super, dass ihr die ganze Zeit in den Chat schreibt. Sonst beschwere ich mich, dass niemand in den Chat schreibt. Ja, ihr macht das toll. Diesmal ist wieder schön was los.
Ja, auch wenn es so ist, wäre, als würden sie uns nebeneinander auf dem Sofa sitzen, aber hey. Hattest du noch ein Bier weiter weg erlegt? Ja, da hinten. Ach so. Ah ja. Aber hier ist halt auch echt gefährlich, weil die kommen dann auf einmal von da unten oder von da oben, wo du sie vorher nicht gesehen hast. Das ist gemein. Wie können wir denn jetzt sehen, wie voll die Kühlbox ist? Das steht da eigentlich doch. Wenn du mit Fleisch ankommst, steht das. Oder? Nee, steht da vorher. Bei mir steht ja hier gar nichts gerade. Das ist das Problem. Ich glaube, sie ist schon voll. Gut. Nee, warte, es geht doch noch. Ja? Warte. Ich glaube nicht. Ich muss nur... 3 Beeren, 12 Stück gehen immer rein. Jeder Bär macht 4. Nee, ist voll. Hallöchen. Siehst du noch jemand, der schreibt? Hallo, so Joni. Das ist ja cool, dass du da bist. Freut mich ja. Nimm das jetzt. Ich lass dich mal aufladen und beschütze dich so ein bisschen, ne? Sonst sieht das nicht so behäbig hier aus, wenn ich das Fleisch aufsammle. Dann weiß ich schon, wo ich ihn patschen muss. Dankeschön. Hast du diesen Riesenlöwenzahn hier eigentlich schon gesehen? Der überdimensional groß ist. Hier. Hm. Kann man machen, ne? Kann man machen. Wir haben diesen Sommer auch so großen gepflanzt. So ist, geerdet ab und zu mal. Oh nee, das werde ich nicht. Das machen wir nicht. Soll ich fahren? Doch. Komm, ich fahr. Doch, möchtest du deinem Freund nicht mal zeigen, wie gut du Auto fahren kannst in dem Spiel? Er weiß das. So, ich sag dir, wo du hin musst. Ja. Ich muss erstmal Motor starten. Erstmal so ein bisschen darunter. Geradeaus? Ja, so also, leicht rechts geradeaus. Warte, ich fahr erstmal hier ein bisschen. Jetzt links? Ja, ja, ich muss nur mal gucken, dass ich nicht an einen Baum ansitze. Oh, ich finde, das war gar nicht so schlecht. Sagte sie und fuhr gegen den. Alter. Ah. Da am Wochenende stirbt hier jemand. Links, rechts? Dem Weg folgen. Okay. Oder doch nicht. Fahr mal zurück. Ich habe eben husten müssen, hab nicht hingeguckt, wo du bist. Hallo. Hast du hier nicht eben eine andere Farbe gehabt? Warst du schon da? Ich kann mich hier auf Chat und... Ja, ist vielleicht ich. Links oder rechts? Auto fahren, rechts. Ich kann jetzt gerade nicht gucken. Wer da Lügen über mich verbreitet im Chat. So, und jetzt auf der linken Seite, also jetzt links, und dann das linke Gebäude ist der Burgerladen. Da können wir wieder verkaufen, hoffentlich mit Multiplikat. Wo willst du denn hin? Ach so, hast du das gesagt? Und nochmal links. Also Frauen rechts. Wir stehen. Musst du mir nicht hinten auf diese Fläche fahren? Ja. Yep. Du musst jetzt immer aufs Gebäude. Oh, ehrlich. Da müssen wir hin. Du sollst nicht so viel lachen. Das ist nicht gut für deine Lunge. Ich schaff das heute nicht. Ich steh nur vor der Tür. Ich weiß nicht, ob wir dann reinkommen. Oh. Lecko mio, ey. Was haben wir denn? Wildfleisch. Nö, das ist gar nichts. Doch, ach so, doch. Ist das nicht wild? Das ist... Wildfleisch 12, ja doch, es ist wild. 1,6 Preismultipli. Alles verkauft. Ja. Ja, zack. Alles verkauft. Ne. Hier liegen noch 2 Scheiben. Leute, ich hasse euch ein bisschen, ne? Hier liegen noch 2 Scheiben. Das ist das Problem. Was? Ich habe alles verkauft. Okay. Da stand alles verkaufen. 1400 haben wir jetzt. Okay. Da ist noch nichts mehr drin. Bei mir liegen da noch 2 Scheiben. Also im Auto liegen bei mir auch noch 2 Scheiben, aber in dem Ding nicht. Warte. Ach, vielleicht sind die nicht hier auf dem... Ja, das kann sein. Wenn wir nicht ganz draufstehen... Sagt das Spiel jetzt. Computer sagt nein. Yay! Ah, jetzt nimm sie Verbarst. Nicht in Schutz. Autosteuerung ist bescheiden. Doch, ich finde,
Jodi hat vollkommen recht.